Mittlerweile ist es Tradition, das Begrüßungstreffen der Stadt Schweinfurt. So hatte Oberbürgermeister Sebastian Remele auch in diesem Jahr 35 neu angestellte Beschäftigte aus allen Bereichen der Stadtverwaltung in die historische Rathaustiele eingeladen. Der Rathauschef bedankte sich für das Vertrauen in den Arbeitgeber Stadt Schweinfurt und wünschte sich eine offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit. In seinem Jahresrückblick ging der Oberbürgermeister auf die wichtigsten Ereignisse des Vorjahres ein. Den Arbeitgeber und den Konzern Stadt Schweinfurt stellte anschließend Personalleiter Armin Seebauer vor und zeigte dabei die eindrucksvolle Aufgabenvielfalt der Stadtverwaltung auf. Den Pausenimbiss nutzten die Teilnehmer, sich zu vernetzen und auch mit dem Oberbürgermeister ins Gespräch zu kommen. Anschließend folgte die Auswertung der anonymen Befragung zu den ersten Eindrücken über den Arbeitgeber Stadt Schweinfurt. Personalratsvorsitzender Alexander Siegel, Personalentwickler Jürgen Appel und Beamtenanwärterin Jasmin Abschütz präsentierten die eingegangenen Antwortkarten. Neben interessanten Jobangeboten und der Nähe zur Heimat und Familie war auch die positive Entwicklung von Schweinfurt ein ausschlaggebender Faktor für die Bewerbung bei der Stadt. Ein bisschen stolz waren die Verantwortlichen auf die Antworten zur Frage, was hat Ihnen besonders gut gefallen? Aussagen wie gutes Arbeitsklima, freundliche, hilfsbereite Kollegen und vielseitige, anspruchsvolle Aufgaben bestätigten die angenehme Betriebskultur bei der Stadt Schweinfurt. Der Oberbürgermeister schloss die Veranstaltung mit der Einladung zu einem Gruppenfoto sowie zu einer Führung durch das historische Rathaus.